Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Zuhältertape Volume 4 in der Vinyl Edition von Kollega. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zuhältertape Volume 4 aus dem Jahr 2015. Das Ganze als Album, als Box und als Vinyl erschienen. Die Box habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit, die Vinyl auszupacken. Bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier rechts oben einen Hinweis und zwar lesen wir hier: limitierte ZHT4 Vinyl Edition, zwei Heavyweight Vinyle, 180 Gramm plus Downloadcode für das gesamte Album und die Instrumentals. Gut, jetzt wo wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir das Ganze mal öffnen. Ist die Frage, wo das am besten geht, wahrscheinlich in den Ecken, weil da dann immer so ein bisschen so ein Rest ist vom Verkleben. Ja, wahrscheinlich hier am besten. Schauen wir mal. So, aber jetzt. Also, wir haben hier das Cover vom Zuhältertape Volume 4. Kollega in Anzug und mit Mantel. Und an der Leine führt er zwei Dobermänner. Zwei absolute Prachtexemplare. Links regulär mit Schlappohren und rechts mit kopierten Ohren. Sehr schöne Exemplare meiner Meinung nach. Generell Dobermann für mich der schönste Hund überhaupt. Zu der Tape Volume 4 lesen wir hier Kollega und darunter noch Selfmade Records. An der Seite lesen wir Kollega Zuhälter Tape Volume 4. Und auf der Rückseite haben wir dann die Szene ohne Kollega, der hier vorher ja vor dem Kamin gestanden ist. Und dann haben wir hier Seite A, B, C und D die Tracks aufgelistet. Also 6 Tracks auf der A-Seite, 5 Tracks auf der B-Seite, 5 Tracks auf der C-Seite und 4 auf der D-Seite. Macht insgesamt 6, 5 sind 11, 16, 20 Tracks. Dann haben wir hinten noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. Ah ja, Features gibt es keine. Allesamt Solo-Tracks. Und dann haben wir hier einmal das Innenleben. Hier haben wir nochmals die Tracks aufgelistet. Alle 20 Stück an der Zahl. Inklusive der Info, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat und generell die Beteiligten des Albums. Und dann haben wir hier jede Menge Steine, Edelsteine, Diamanten in dem Fall, die hier durch die Luft fliegen. Ansonsten hier alles blank schwarz. Dann schauen wir mal die erste Vinyl an. Also, hier haben wir eine Schusswaffe. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist das eine Glock mit entsprechender Munition. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmals Patronen, also Munition in Nahaufnahme. So, die Vinyl kommt dann hier auf der Seite zum Vorschein. Das ist in dem Fall die A-Seite. So, hier da. Das ist die A-Seite, 6 Tracks. Ansonsten klassisch in schwarz gehalten. Und auf der Rückseite dann natürlich die B-Seite. 5 Tracks. So sieht das aus. So, einmal. Und dann haben wir natürlich noch eine Vinyl. So. Hier haben wir einmal eine Dollarnote. Ein Dollar wurden hier großteils abgefackelt. Wahrscheinlich wurde die Zigarre entzündet. Und auf der Rückseite haben wir weißes Pulver. Also der Boss
am Backen oder was auch immer man sonst so für Verwendungszwecke für weißes Pulver findet. Dann haben wir die C-Seite, sieht so aus, 5 Tracks an der Zahl. Und dann natürlich noch die D-Seite, 4 Tracks zum Abschluss. Vinyl auch wieder klassisch in Schwarz gehalten. Und zusätzlich zu dieser schönen Doppelvinyl gibt es noch etwas, und zwar, ja, hier haben wir es, haben wir einmal das hier, sieht nach Zigarren aus, die hier auf der Holzplatte liegen. Allerdings auf der Rückseite haben wir die Bonus-Codes oder den Download-Code. Also Kollega Zuhältertape Volume 4 plus Instrumentals könnt ihr auf YouMusic mit diesem Code runterladen. Ich habe keine Verwendung für diesen Code. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dies natürlich gerne einlösen. Hier nochmal die Beschreibung, was ihr dafür tun müsst. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen. Jawohl. Und dann, wenn ihr schnell genug seid, dann gehört dieser Code und die damit verbundenen MP3s euch. Gut, wir fassen nochmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl befindet. Wir haben zwei Vinyls. Hier schön gestaltet mit Dollarnoten, weißem Pulver bzw. Waffe und Munition. Also zwei Doppelvinyls, A, B, C und D-Seite und den eben gezeigten Download-Code für das Album inklusive die zugehörigen Instrumentals digital. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition vom Zuhältertape Volume 4 von Kollega. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Kollega unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.